Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Legend mit den Morga. So, in der nächsten Runde werden wir mal ein paar infiltrieren. Wir brauchen aber noch ein bisschen Dust. Wir machen jetzt erstmal mit unseren Schiffen weiter. Aber irgendwo eine grüne Flotte. Ich jetzt aber nicht finde. Das waren drei Feuerschiffe. Ah. Okay. Jetzt mal schauen, ob die in Reichweite wäre. Mal von da angreifen. Oh, die sind in ihrer eigenen Region. Das heißt, wir müssen den Krieg erklären. Richtig? Ja, abbrechen. Ah, schade. Aber vielleicht machen sie einen Fehler und gehen in unsere Region. Sind auf jeden Fall... etwas eifersüchtig. Ja gut, gemeinsame Grenze. Okay. So, wir machen hier an Land weiter. Wir laufen auch zu der Ruine. So. Nächste Forschung. Ja, die Warndocks bauen wir ja bereits. Wir haben noch Zustimmungsprobleme. Dann holen wir uns den Zentralmarkt. Die Warndocks, die wir gerade in beiden Städten bauen, die geben dann auch nochmal plus 10 Zustimmung. Aber wenn wir dann eine dritte Stadt haben sollten, dann wäre der Zentralmarkt halt super. Und wir würden auch schon in unseren Städten dann plus 10% Nahrung und plus 10% das kriegen. So. Ah, sie sind vorsichtig. Jetzt verlieren wir natürlich ordentlich Zeit, wenn wir hier auf die warten. Okay, wir gehen da zu der Festung. Der Zitadelle. Und in 6 Zügen ist der nächste Imperiumsplan fertig. Da können wir den nächsten Imperiumsplan einstellen. Und wiederholen haben wir bereits genug Einflusspunkte. Einheiten bauen. Da werden wir während des nächsten Imperiumsplans Einheiten bauen. Stimmt. Hätten wir das so, 320 Einfluss. Als wir vorhaben, Krieg zu führen, wäre das natürlich auch noch sinnvoll. Das würde dann 400 Einfluss kosten. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Einfluss. Sind ja auch noch 6 Runden Zeit. Und hier noch 2 Bewegungspunkte. Einmal dein. Ah, okay. Umoriana, und da würde es dann Titan geben. Nichts Interessantes gefunden, okay. Ein Level Up. Aus 25 Leben auf Einheiten. Ja, das skillen wir. Wunderbar. Und da können wir uns noch ein bisschen weiter bewegen. Und noch tauchen. Ja, nichts Interessantes gefunden, okay. Ja, ich scout ein bisschen. Und wieder zurück. Ah, Titan. Wohnplatte und irgendetwas, was noch nicht aufgedeckt wurde.
Ich aktiviere mal hier den Fraktionsauftrag. Da müssen wir die Verschlingertechnik wieder forschen. Wir haben 15 Titan. Titan haben wir bei E. Und ja, nächste Runde. Ah, Fehler gemacht. Nächste Runde haben wir sofort einen Helden. Beziehungsweise eine Heldin. Ah, jemand anders hat das Auriga-Museum gebaut. Na gut, man kann nicht alles machen. So. Dann haben wir hier die Heldinnen der Vergessenen. Spionage 4 ist wichtig. Und dann haben wir auch Spionage 4. Ansonsten. Das Schub. Plus für das pro Heldenstufe in der Stadt. Dann nochmal plus 1% pro Heldenstufe. Und beeinflusst plus 2 pro Heldenstufe und plus 1% pro Heldenstufe. Ja, falls man sie dann auch mal in die Stadt schickt. Das ist halt auch noch relevant. Das ist Effizienz, plus 2 pro Bürger in der Stadt und dann plus 1% pro Heldenstufe. Und das Schub. Ja, da kann man richtig viel das machen. Beide. Spionage 4 und wir holen uns hier. Ja. Wir holen uns sie mit Einflussschub 2. So, aber es wird ja eh infiltrieren gehen. Und da haben wir jetzt hier infiltrieren 36 Einfluss und wir hatten ja gesehen, für die für den Imperiumswand werden wir genug Einfluss haben. Ah, hier nicht zugewiesen, auswählen, zack. Dann sehen wir jetzt sofort alles, was hier in der Stadt los ist. Ah, wir haben Bezirksstraßen gebaut. Titan wird bereits bewirtschaftet. Das Dorf, das Jotusdorf, wurde befriedet. Ah, wir sehen auch, wo die Bürger eingeteilt sind. Oh. Neue Nahrung. Pro Bürger. Das heißt, hier wurde das Wirtschaftszentrum gebaut. Das ist natürlich eine spannende Information. Weil eigentlich kann das pro Reich nur einmal gebaut werden. Aber wenn wir das vorher bei uns bereits gebaut haben und dann nochmal einnehmen, dann haben wir es zweimal. Okay. Wir können das ja mal mit reinnehmen. So. Jawohl. Ja. Eine umherziehende Armee. Frostwagen. Okay. Ja, dann greifen wir hier. Ah, gehen wir ruhig nach oben, dass wir hier nicht auf dem Blitzfeld sind. Die Zitadelle an. Ah, Friedensverhandlungen, warum nicht? Zwölf Glasstahl zur Festung Lauschposten. Genau die Anzahl Glasstahl, die wir haben. Dann würden wir halt noch ein Enterschiff bekommen. Und die Kontrolle über die Festung. Ja. Greifen wir an. Initiative 26. Wir haben Initiative 64 und 32. Wir nehmen das Enterschiff mal mit, dass es auch Erfahrungspunkte bekommt. Und. Ah, die starten hier ganz weit vorne, okay. Achso, unser Enterschiff, das wird entweder da sein oder da sein.
In jedem Fall kannst du noch angreifen. Und unser Chef kann auch angreifen. Wir stellen unseren Chef aber hier rein. Dann haben wir auf jeden Fall einen Moralbonus. Nochmal plus 15% auf Angriff und plus 15% auf Abwehr. Initiative haben wir gewonnen, das wussten wir auch vorher schon. Und unser Chef greift das Schiff an, das mehr Lebenspunkte hat. Wobei. Das kann wehtun. Entermannschaft. Verwandle 30% des verbleibenden Lebens in Bonusschaden. Also ungefähr 20 Schaden kommen drauf. Das heißt, es macht 56 Schaden, wenn es nicht crittet. A würde unser Enterschiff auf jeden Fall nicht besiegen. Ja, das wird das Schiff nicht erreichen, aber unser Schiff hat hier ja eh gewonnen, das war klar. Okay. Und das war's dann auch. Das war jetzt ein Crit mit 140 Schaden. Dann gehört die Festung uns. Erfahrung pro Einheit 11,7. Jawohl. Das war klar, dass es dann fehlschlägt. Und wir bekommen jetzt plus ein Mondblatt. Und der Tooltip ist nicht ganz vollständig. Aber wenn wir wissen möchten, was wir hier an Erträgen kriegen, dann steht das hier komplett. Wird nicht. Eine Technologie wird nicht berücksichtigt, diese ja. Im Tooltip. Aber hier kriegt man es richtig angezeigt. Plus 2 ist richtig. So, aber die Wasserregion dieser Ozean gehört uns immer noch nicht komplett. Weil da ist noch eine Zitadelle. Arbeiter scouten. Eigentlich gefällt sind die zwei, ja. Aber okay. Das sind ja nur Unterschiffe. Können einer Küstenstadt nichts anhaben, soweit ich weiß. Boah. Na dann schnell mal was rüberschieben. Wenn wir Nahrung bekommen. So, da ist der Sommer. Oh, reichhaltiger Schlamm. Durch Bodenerosion wurden reichhaltige Nährstoffquellen freigelegt. Wasserkacheln produzieren mehr Nahrung. Plus 3 Nahrung auf Gelände mit Wasser. Sehr schön. Und es wird Sommer. Ja, können wir hier den Bürger auch wieder rüberziehen? Viel Nahrung in Wasserfeldern. Und das fünfmal. Hier nur dreimal. Enterschiff auf Stufe 3 aufgestiegen. Und wir machen hier weiter. Ja, jetzt können wir uns auch wieder ein bisschen mehr bewegen, aber es sind immer noch langsam, weil wir nicht nachgerüstet haben. Einmal durchsuchen, 10 Titan bekommen, jawohl. So, aber jetzt
Ja, 6 Bewegungspunkte. Boah, gehen wir ruhig in der. In die Richtung erstmal. Mal so. Oha. Ein Artillerieschiff. Ein Enterschiff und ein Feuerschiff. Bewegung 3. Minus 30% Abwehr, wenn man auf so einem Feld hier ist. Eins, zwei, drei und kann angreifen. Da können wir nicht angegriffen werden. Okay. Noch ein Bewegungspunkt. Aber schauen wir, dass wir hier die Perlen noch kriegen. Die Omerzienarmee nehmen wir dann auch noch raus. Erstmal hier 6 Perlen und 19 Perlen einsammeln. So, Zentralmarkt kann gebaut werden. A plus 25 Zustimmung und dann nochmal plus 10% auf Nahrung und das. Wenn wir denn inbrünstig sind, aber das sollten wir sein. Sechs Perlen. A, Warndocks geben dann nochmal plus 10 Zustimmung. Und dann sind wir schon bei 95. Falls wir dann den Zentralmarkt bauen, dann kriegen wir in der Stadt ja eh nochmal 25 dazu. Also dann hätten wir die inbrünstig. Ganz locker. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir das Enterschiff mitnehmen oder nicht. Das ist ja schon mal eine andere Hausnummer. Wobei unser Held natürlich dermaßen stark ist. Initiative. Gewinnen wir. Wir haben höchstens 32 Initiative. Wir haben 37. Das heißt, das Schiff könnte halt auch nochmal Schaden machen, bevor die Gegner dran sind. Eventuell werden wir das Enterschiff dann verlieren. Aber dann ist das so. Stellen wir mal mit in die Armee. Dann kämpft es auf jeden Fall mit. So. Aber wir können das dann halt auch frei aufstellen. Deswegen habe ich das gemacht. Ansonsten wäre es halt nur möglich, oder wäre es halt hier auf jeden Fall bei der Verstärkung gestartet. Also. Das ist die größte Gefahr, Bewegung 1, aber Reichweite 4. Jetzt kann man sich mal vorstellen, bewegt sich dahin und damit Reichweite 4. 1, 2, 3, 4, bis da. Und um das Schiff anzugreifen von Reichweite 3 aus. 1, 2, 3. Und da würde das Schiff ja auch. Oder das hier. 1, 2, 3. Da hier. Würde das Schiff halt auch hinkommen. Da würde es nicht hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, während des Kampfes sollte so ein Blitz vielleicht nichts ausmachen. Feuerschiff. Ich habe das Feuerschiff rausgenommen. Hat Abwehr 38.
Bewegung 2 würde halt reichen, um unseren Chef anzugreifen, auch wenn er von Entfernung 3 aus angreift. Der Nahkampfangriff selbst kann ja auch als Bewegung 1 angesehen werden, dann sind wir bei Bewegung 3 praktisch. Oder Angriff von 3 Feldern Entfernung aus, okay. So, damit das Enterschiff gar keinen Schaden macht, nehmen wir das zuerst angreifen. Müssen auch noch auf den Moralbonus achten. Wir können das Feuerschiff zuerst angreifen mit unserem Enterschiff. Er kann jetzt seinen Feuerdebuff nicht auf unseren Chef applyen, zumindest nicht in der ersten Runde. Einmal so. Dann haben wir das Schiff auf jeden Fall rausgenommen. Okay. Ah, 87 Schaden gemacht. Das war doch jetzt eine gute Sache. Haben wir hier und den Feuerdebuff. Kriegen wir 10% Lebensabzug pro Zug. Und können das jetzt eventuell retten und den Chef da den Rest machen lassen. Schauen mal. Wir machen ja 84 Schaden mindestens und 20% kritten wir und das Schiff ist down. Mal mit dem Schiff nach hinten. Weil wir können auch sagen, für den Moral-Buff das einmal so machen. Für den Moral-Buff der nächsten Runde nebeneinander stehen. Ah, das war klar. Das ist auch. So, jetzt brennt unser Schiff. Und jetzt anhalten. Aber das Schiff würde ja down gehen, wenn das Artillerieschiff angreift. Eins, zwei. Oder wir zählen einfach 5 Felder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Das gleiche Prinzip. Oh, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Also da werden wir gar nicht. Okay. Machen wir es so. Und? Jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, kommt nicht ein. Die kannst du jetzt natürlich angreifen. Weitere Attacke. Also eine Artillerie-Schiffe schon eine ganz schöne Ausnummer. 14,7 Erfahrungspunkte. Aber wir haben es nicht innerhalb einer Runde geschafft. Und jetzt sind die hier auf offener See. Könnten wir eigentlich angreifen, aber
Okay, wir erforschen jetzt die Verschlinger. Ja, jetzt greift er uns ja nochmal an. Bereicht. Wo sind unsere Schiffe? Na gut, die Sache ist bereit. Die kommen gleich schon. Ach so, er hat unsere Zitadelle angegriffen und unsere Schiffe waren Verstärkung. Okay. Ja, Schiff greift an. Gegner ist down. Oh. Ah. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir nicht genug Bewegungspunkte bzw. Reichweite haben. So, aber trifft es 100%. Dann haben wir es jetzt. Jawohl. Sogar noch gekrittet. Keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Okay. Ah, da haben wir eine Zitadelle. Mit Glasstahl. Da hinten war halt die Dreierflotte von den Grünen. Naja, gut. Oh, 4. Da holen wir uns einmal die Perlen. Aber die Vierer, die werden wir jetzt noch nicht angreifen. Ja, Ephomoriana hier. Jeweils 2 Interschiffe. Ja, aber jetzt sind die Warndocks fertig. Das wird dann einen kräftigen Push geben. Wow, wie wir hier belagert werden. So, Infiltrationsstufe 2. Und jetzt können wir uns das mal anschauen. Und da können wir nämlich, wenn wir bei Infiltrationsstufe 3 angekommen sind, Moral zerstören. Und dann bekommen die Einheiten des Gegners minus 15% auf Angriff und Verteidigung. Dauer 6 Flüge. Wenn wir das Ganze hochschrauben bis Stufe 5, dann kriegen die Gegner minus 45% auf Angriff und Verteidigung und das 10 Züge lang. Ah. Okay. Ah, sie bauen ja schon. Das ist natürlich super. Wir bauen ja eine Verbesserung, die wir gar nicht bauen können. Und, aber wenn wir die Stadt einnehmen, wird das halt nicht zerstört. Dann bleibt erhalten. Da könnte man von der Stadt aus auch Handel treiben über den Landweg. Zu anderen Städten, die keinen Warndock haben. Und wir können ja eigentlich nur über Warndocks Handel treiben. Aber über die Stadt dann halt ganz normal. Das ist super. Okay, gut Leute, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.